Hallo Leute und willkommen bei meinem Mittwochsvideo. Heute zu Anfang erstmal eine Info. In meiner Infobox, also meiner Beschreibung, wie das Video ist, ist ab jetzt auch immer mein Facebook-Account drin. Für alle die über Facebook mir lieber Fragen oder sowas schreiben möchten. Ich bin gerade ein bisschen aus der Puste, weil ich gerade erst die Treppen hochgerannt bin, weil ich hatte eine super Videoidee zum Thema Veränderungen. Dann bin ich auf der Treppe gestanden und hat plötzlich so dieses Bling, noch eine bessere Idee. jetzt bin ich etwas hyperaktiv, Entschuldigung. Wie gesagt, in der Beschreibung ist mein Facebook-Account. Falls ihr den allerdings suchen wollt, einfach wie hier auf YouTube Ella Bella Fleur. Ja, ich wollte mal Ella Bella Fleur heißen, wie die Blume, aber hab's falsch geschrieben. Ja, damit hört es jetzt auch mal raus. ich erzähle euch heute etwas, was komisch klingt, ist auch wirklich wahr. Ich mag keine Überraschungen. Ich mag die überhaupt nicht. Ich mag keine Überraschungen und ich mag auch keine Veränderungen. Es gibt Veränderungen, die im Nachhinein toll waren. Oh mein Gott, heute habe ich echt total den kameraschrägen Moment, Tag, Dings, da, irgendwie. ich mag keine Überraschungen. Es gibt so viele Arten von Überraschungen. Es gibt die schönen Überraschungen, es gibt die schlechten Überraschungen. Ich mag keine von allen. Ich mag, wenn man mir eine wirklich große Freude machen will, dann sagt man mir, hey du, ich schenke dir das und das zum Geburtstag und zu Weihnachten, zu Ostern oder was, zu Geier, zu was. Ich habe mich schon angewöhnt, immer unauffällig, auffällig Karten zu verteilen mit, ich wünsche mir das und das. Nichts anderes. Ich habe eine Tante, die ist von meinem Vater, die hat immer diese furchtbare Angewohnheit gehabt. Die fragt nie, was ich mir wünsche. Also, die schenkt mir kein Geld. Oh, aus Prinzip irgendwie, aber sie schenken mir immer solche Zeug, wo ich einfach nie brauchen konnte. Sowas wie Duftkerzen, wo ich geruchsempfindlich bin. Sowas wie, wie heißen die, diese Dinger? Diese Licht, da kommt ein Teelicht unten rein und dann wird da Wasser reingefüllt und Duft und dann wird es warm und es duftet im ganzen Zimmer. Oder in meinem Fall, es stinkt dann im ganzen Zimmer. Das Einzige, was ich davon behalten habe, war meine Schale, weil die war ganz hübsch. Aber den Rest fand ich furchtbar. Viele Geschenke, die sie mir geschenkt hat, stehen bei mir jetzt irgendwo rum, die ich aber nie benutze. Entschuldigung an dieser Stelle, aber wenn ich nicht weiß, was es ist, kann ich nicht. Ich bin nicht mal so gut, dass ich dann so tun kann, als ob ich mich freuen würde. Dann komme ich immer so und denke mir so, okay, und jetzt nett lächeln und sagen, oh, ist das schön. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, die Geschenke, wenn ich nicht weiß, was ich geschenkt bekomme, prinzipiell erstmal zu Hause zu öffnen. Oder eben für mich zu öffnen, damit ich nicht irgendwie erstmal noch überlegen muss, wie reagiere ich jetzt drauf, dass der andere nicht enttäuscht ist nach dem Motto, ich habe mir so viel Mühe gegeben und habe mir sowas Gutes überlegt und du würdigst es nicht mal mit irgendwas. Eine Veränderung, die ich nicht so toll fand, war, wir haben vor vier Jahren einen Hund uns zugelegt. Großer Fehler. Ich bin allergisch gegen den Hund. Ich finde ihn nett, ich finde ihn süß, ich verbringe auch manchmal ganz gerne Zeit mit ihm. Aber so alles in allem war das einfach eine Fehlentscheidung meinerseits, mir einen Hund zu wünschen. Ja, weil er ist laut und macht Dreck, auch Mom ist davon nicht begeistert. Ja, ich glaube, das ist meine Mutti, die da gerade reingekommen ist. Die übrigens die besten Geschenke hat, meine Mom. Ja, aber es war einfach keine gute Idee damals von mir, weil ich nicht wissen konnte. Ich dachte, man legt sich einen Hund zu und dann hat man den und das war's mit Veränderung.
ich konnte ja nicht an, dass der auch noch alles mögt, was der alles braucht und was das alles für Blickveränderungen für mich bedeutet. Inzwischen wohnen wir über 2 Etagen, oben Mom und ich, unten Papa und der Hund. Weil, ich muss zugeben, ich habe nach der ersten Nacht gesagt, der Hund, der muss weg. Ich habe es dann auch in der Endlosschleife gesagt, auf mich wurde aber nicht gehört. Nach 2 Wochen ist dann auch meine Mutter da, aber hat auch meine Mutter es eher dazu geneigt. Aber mein Vater wollte den Hund unbedingt behalten und so haben wir den Hund halt behalten. Naja, noch so eine Veränderung oder auch eher eine böse Überraschung, kommt drauf an, wie man es sehen möchte, ist, ich habe in einem anderen Video, glaube ich, mal erwähnt, dass ich mich immer bisher in unserer Wohnung sehr wohl gefühlt habe, bis zu einem Ereignis. Das greife ich heute hiermit offiziell auf. Also ich sage nicht immer nur, das erzähle ich euch in einem anderen Video, sondern ich mache es auch. Vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele es waren, ist mein Onkel leider verstorben. Naja, er ruhe in Frieden. Und seine Frau hat dann Anteile am Haus geerbt und die wollte dann wissen, wie viel diese Anteile wert sind. Und hat deswegen ein Gutachten von einem Hausbewerter, Dings da, Gutachter, machen lassen. Und dann war es so, dass es leider zu meinem Bedauern so war, dass der alles angucken musste. Und ich mag nichts weniger. Also wirklich von allen Dingen auf der Erde, die ich hasse, hasse ich nichts weniger, als wenn plötzlich jemand in meinem sicheren Bereich ist. Wenn da jemand ist, der nicht, also das ist, geht für mich total in meine Privatsphäre, meine individuelle Individualdistanz, so heißt das Wort. Moment, in dem ich froh bin, eine große Schwester zu haben, die mir dieses Wort mal beigebracht hat, die hat es damals in irgendeinem Unterricht gelernt. Ich glaube, das war Sozialkunde oder irgend sowas. Naja, egal. Auf jeden Fall war es damals so, dass es, also am Montag war die Besichtigung und am Samstagmittag haben wir davon erfahren. Da habe ich mir so gedacht, oh no. Und habe mir noch, also ich habe mir dann den Samstagabend und den Sonntag gegrübelt, wie kann ich das verhindern, was kann ich tun, damit es wenigstens erträglich her wird. Und ja, vielleicht war es auch an einem, nee, wartet, ich möchte mich entschuldigen, es war kein Montag, es war Mittwoch oder so, weil nur 2 Tage später war ein riesengroßes Konzert bei uns in der Gegend. Und das erzähle ich nachher gleich genauer. Ja, und dann habe ich meine Babette angerufen. Doch, wir haben es an einem Samstag, jetzt muss ich mich doppelt entschuldigen, wir haben es am Montag erfahren. Und am Donnerstag war es, so war das, genau. Und das war dann so, dass ich dann am Montagabend noch meine Babette angerufen habe und auch ihren lieben Mann Winfried. Hallo ihr beiden, falls ihr das Video seht. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ihr es euch anschaut. Und ich glaube, ich hätte es nicht überstanden, wenn die beiden nicht da sind. Winfried ist Architekt und der hat dann, wo ich bis heute froh bin, dem hat wenigstens verhindert, dass dieser Gutachter in mein Schlafzimmer geht und ins, und sozusagen wirklich mein Zimmer auch noch komplett vom Schutzraum dann sozusagen zerstört ist. Ja, und dann war der Gutachter, ist dann auf jeden Fall hier hochgekommen und hat sich dann das Wohnzimmer angeschaut, die Küche, das Bad. Und dann hat Winfried ihm noch mit ihm, also wirklich, Winfried hat dann anstelle von ihm dafür die Zimmer
angeschaut, die ich nicht wollte, dass er da reingeht. Und das hat mir viel gerettet für mich persönlich, weil so hatte ich wenigstens noch etwas Schutzraum und nicht überall einen Fremden, weil ich kannte den Mann ja nicht. Was definiert Fremder? Komisch, naja. Und ich weiß noch bis heute, auch wenn Babette und Winfried da waren, und es gab leckere Kuchen, wir haben Tee getrunken, mein Vater war auch da, obwohl es ein Arbeitstag war, wo ich bis heute froh bin. An dieser Stelle, supi, dass du da warst, Daddy. Es hat übrigens auch das Verhältnis zwischen Dad und mir extrem gebessert, weil danach hatte ich eine richtig schwere Phase, weil wenn dein Schutzraum weg ist, dann, ich habe bis dato ja immer wenigstens hier zu Hause sozusagen den Moment gehabt, wo ich mich ausruhen konnte, wo ich von all den Strapazen, die diese Welt von meinen Nerven und meinen Kopf haben, ja, Erholung gefunden habe, könnte man fast sagen. Und das war ja dann nicht mehr so. Und ich weiß noch bis heute, das war am Donnerstag und am Freitag bin ich aufgewacht und die Welt war noch lauter, noch heller, noch furchtbarer. Und ich habe mir gedacht, warum um Himmels Willen schützt eigentlich keiner uns Asperger irgendwie? Wieso muss man uns eigentlich das auch noch antun? Gibt es eigentlich gar nichts, was man gegen ihn tun können oder so? Ich glaube nicht. Laut meiner Mutter ist das gesetzlich das Recht von meiner Tante gewesen. Ich fand es auch unglaublich fies und ich mag die Tante seitdem wirklich nicht mehr. Ich gebe es zu. Man muss mich nicht mal bestechen, dass ich das zugebe. Ja, und dann habe ich am nächsten Tag, da weiß ich noch bis heute, dass ich dann wirklich heulend im Wohnzimmer gesessen bin irgendwann und gedacht habe, ich kann nicht mehr. Das war einfach alles viel zu viel und es war viel zu laut und meine Güte, heute ist die Sonne echt nett beim Beleuchten. Und ich war so unglaublich traurig und enttäuscht auf eine Art wie noch nie zuvor, weil ich gedacht habe, warum nimmt eigentlich keiner Rücksicht auf uns? Ich bin mir in diesem Moment, habe ich mir wirklich offen und ehrlich die Frage gestellt, warum wird in der ganzen Welt, wenn du dir das Bein brichst, heißt es von allen Seiten, oh du Arme, oh Gott, können wir dir helfen und so weiter und so fort. Aber wenn du irgendwelche Probleme mit den Nerven, dem Kopf oder deiner Psyche hast, da achtet keiner drauf. Wenn man das mal, also sehr wenige, also ich möchte mal sagen, wirklich sehr, sehr wenige, nehmen da Rücksicht drauf. Klar, Ärzte sehen das als eine Krankheit an und es ist anerkannt. Aber in der Gesellschaft, da ist es überhaupt nicht anerkannt, da ist es überhaupt nicht akzeptiert. Vor kurzem habe ich interessiere mich etwas für Fußballer. Gut übergeleitet. Vor kurzem habe ich dann auf jeden Fall so, habe ich die Sportschau angeschaut und dann habe ich da gesehen, ein Verein hilft da Leuten mit Behinderungen, sich, dass die nicht von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Dann habe ich mir im ersten Moment so gedacht, ist nett, ist wirklich nett von denen, ich find's gut. Aber mal ganz ehrlich, es gibt ja nicht nur diese Behinderungen, die jeder sieht, die jeder anerkennt, sondern es gibt ja auch noch andere Arten von Behinderungen. Warum akzeptiert man die nicht? Warum hilft eigentlich da nicht? Warum sagt da eigentlich nie jemand, hey, Leute, seid mal sensibler, die und die Person ist geräuschempfindlicher? Oder sowas wie, hey, die mag eben nicht dunkle Räume oder sowas. Warum macht sowas eigentlich selten wer? Aber jetzt bin ich abgeschweift. Ja, aber ich weiß noch, am nächsten Tag war ich das totale Nervenfrack und dann am Samstag drauf hatten wir direkt in der Nachbarschaft dieses riesengroße Holyfest. Oh, ich sag's euch, da waren zigtausend Leute, es war donnernde Musik, es war unglaublich laut. Und obwohl ich mich zu Hause ja nicht wohlgefühlt habe und auch nicht sicher, musste ich aufgrund dieses Lärms flüchten.
Und bin dann zu meinen Großeltern nach oben gefahren. Also die sind zum Glück in unserer Nähe. An dieser Stelle, hallo Opa und Oma. Und ich bin immer noch froh, dass wir damals bei euch sein durften. Und nachdem ich den Freitag überstanden hatte, war das der Samstag. Und dann bin ich da praktisch erstmal stundenlang eigentlich nur wie so ein eingefrorenes Etwas, also wirklich wie ein Eis am Stiel, ohne Stiel. Schlechter Wortwitz, aber ich bin damals wirklich, glaube ich, in den schlechtest ausgewählten Klamotten aller Zeiten hoch auch noch. Ich sah wirklich furchtbar aus. Sind wir dann zu meinen Großeltern und da bin ich dann eigentlich nur da gesessen. Ich bin nur da gesessen und jede Frage, alles war mir eigentlich zu viel. Weil mein größtes Problem war, ich wusste, es ist mir zu viel, allein dieses Rausgehen. Raus zu müssen, ist mir schon zu viel. Aber das Schlimme für mich war, ich wusste, wenn ich nach Hause gehe, da fühle ich mich dann auch nicht mehr so sicher. Und da habe ich dann auch nicht diese Ruhe, die ich gebraucht hätte, um das wieder zu verarbeiten. Und das war das, was es mir damals richtig schwer gemacht hat. Ja, und am Sonntag hatte ich dann den. Also dann sind wir nach Hause, dann irgendwann bin ich nach Hause wieder und da war immer noch laut, furchtbar alles. Und am Sonntag hatte ich dann den totalen Zusammenklapper. Da bin ich dann nämlich zusammengeklappt. Da bin ich eigentlich nur noch im Bett gelegen und habe gar nichts mehr gemacht. Da war es vorbei mit mir. Ich habe schon davor keine Veränderungen gemacht. Man durfte nicht mal neue Bilder aufhängen. Das hängt da seitdem, ich glaube, so 9 bin. Es hängt seitdem ich 12 bin oder so. Es hängt schon immer. Der Kalender, den durfte man auch nur alle paar Jahre wechseln. Also, ich habe viele Veränderungen nicht gemocht. Mag es auch heute noch nicht. Bin aber inzwischen so weit, dass ich viele Veränderungen akzeptieren muss und auch annehme. Und ich versuche mehr in meinem Leben zu ändern, damit ich nicht wieder in so eine Situation komme, wie als sich nur Kleinigkeiten verändert haben, wie dass ein Teller 5 mm weg verschoben war und ich dann total die Kopfschmerzen davon bekommen habe. Ich muss sagen, die größte Veränderung wird es dann mal sein, umzuziehen, selbstständig zu werden und so. Und da habe ich schon, habe ich riesig Schiss davor. Aber zu meinem Glück habe ich da ja noch Zeit. Ja. Das war's eigentlich. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Falls nicht, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schreibt mir auf meine Facebook-Seite, die jetzt übrigens, wie schon vielleicht schon mal erwähnt, ich weiß es jetzt nicht, in meiner Beschreibungsbox unten verlinkt ist. Da könnt ihr also draufklicken, da könnt ihr mir schreiben. Ist kein Ding, ich freue mich. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Abonnieren nicht vergessen. Ich glaube, das war's. Also dann. Ich denke, jetzt habe ich wirklich alles. Ja, also, ciao.